Neues Thema. Stellen Sie sich mal unseren Erdball mitsamt dem ganzen Wasser drumherum vor. Dann sieht unsere Erde genau wie aus? Eben nicht wie eine makellose Kugel, sondern eigentlich nur wie eine Kartoffel, um es mal überspitzt zu formulieren. Und wo genau unser Kartoffelplanet Dellen und Beulen hat, das ist in dieser aktuellen Animation ganz stark übertrieben dargestellt. Da sehen Sie gerade Afrika verschwinden, der Atlantik kommt ins Bild und die Beule ganz oben, das ist die Arktis. Interessant sind aber die Ozeane. Überall dort, wo sie blau dargestellt sind, macht das Meer Dellen. Und dort, wo die Ozeane rot dargestellt sind, hat das Meer Beulen. Aber wie gesagt, das ist sehr übertrieben dargestellt. Der ESA-Satellit GOCE hat das ganz genau ausgemessen, 2 Jahre lang. Wie das im Einzelnen gemacht wurde, das können Sie gerne auf unserer Homepage nano.de nachlesen. Unserer Erde aus dem All. Umgekehrt suchen Astronomen natürlich auch von der Erde aus das Weltall nach möglichen Informationen ab. Wenn der Himmel allerdings wolkenverhangen ist, dann haben die Observatorien ein Problem. Es sei denn, die Sternwarte kann fliegen. Wenn Astrophysiker von SOFIA reden, ist nicht irgendein Sternbild der Weisheit gemeint, sondern eine mit Hightech ausgestattete Boeing 747. Mit SOFIA, dem Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, beobachten die NASA und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Weltall aus 13.000 Metern Höhe. Hat SOFIA ihre Beobachtungshöhe erreicht, öffnet sich eine 4x6 Meter große Luke und gibt dem Teleskop den Blick auf den Nachthimmel frei. Die Forscher an Bord wollen einen Blick werfen in Wellenbereiche, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Sie hoffen, Zeuge zu werden von der Geburt ganzer Galaxien. Und vielleicht kommen sie so auch der Antwort näher, warum es auf der Erde Leben gibt und ob dies auch auf anderen Planeten möglich sein könnte. Good, good. Hierfür braucht SOFIA GREAT, den German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies. Dieser Empfänger wird es dem Teleskop an Bord ermöglichen, auch unsichtbare Gaswolken im All quasi zu fotografieren. Unsichtbares gibt es im Weltall wesentlich mehr als funkelnde Sterne. GREAT kommt aus Deutschland. Federführend bei der Entwicklung ist das Max-Planck-Institut für Radioastronomie. In Bonn, Köln und Berlin waren Astrophysiker jahrelang damit beschäftigt, sogenannte supraleitende Detektoren für GREAT zu entwickeln. Das winzige Herz des mächtigen Empfängers. Die eisige Temperatur in den Gaswolken, bis zu minus 250 Grad, entspricht Schwingungen von Molekülen im sogenannten Terahertz-Bereich. Diese unsichtbaren Schwingungen liegen zwischen Infrarot- und Mikrowellen bei 0,3 bis 10 Terahertz. In diesem Bereich also geben die Atome in den interstellaren Gaswolken Strahlung ab, die aber bisher hier auf der Erde wegen des Wassers in unserer Atmosphäre nur schlecht empfangen werden konnte. SOFIA mit ihrer Flughöhe über den Wolken ist also prädestiniert für die Beobachtung entstehender Sterne. Im Physikalischen Institut der Uni Köln ist das Team um Jürgen Stutzki mit der Entwicklung der Detektoren für GREAT beschäftigt. Was wir einzigartig mit GREAT auf SOFIA machen können, ist ja in einem Wellenlängenbereich, der vom Boden aus nicht zugänglich ist, hochauflösende Spektroskopie zu betreiben. Wir sehen also von den Objekten, die wir angucken, nicht nur breitbandig alle Strahlung, sondern wir sehen aufgelöst in die verschiedenen Frequenzbestandteile sehr spezifisch die Strahlung und können dann genau sagen, in der Gaswolke ist dieses oder jenes Molekül in dem und dem Anregungszustand drin. Moleküle, aus denen sich auf unserer Erde Leben entwickelte. Durch Kernfusion im Inneren der Sterne wird Wasserstoff und Helium, was aus dem Urknall vorhanden ist, zu schwereren Elementen thermonuklear prozessiert, also zu Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, den nächsthäufigeren Elementen. Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff machen Leben erst möglich. Doch diese Elemente, die aus der Erde den blauen und dann den grünen Planeten formten, sind im Weltall äußerst selten. Auf 10.000 Atome Wasserstoff kommt nur ein Kohlenstoffatom. Und 99% aller Atome sind uralter Wasserstoff und Helium aus dem Urknall. In der zuckerwürfelgroßen Detektoreinheit sollen die winzigen Detektorchips durch ein kleines Loch die unsichtbaren Strahlen empfangen.
tiefstgekühlt in Great in der fliegenden Boeing 747 bei minus 260 Grad. Während ihrer Herstellung reagieren die winzigen Detektoren äußerst empfindlich auf UV-Licht. Deshalb müssen die Wissenschaftler im Kölner Labor darauf achten, dass das aus dem umgebenden Licht ausgefiltert wird, während die Detektoren nach jedem der 20 Herstellungsschritte mikroskopisch geprüft werden. In Great werden vorerst zwei Detektoren arbeiten. Einer empfängt Wellen um 1,4, einer um 1,9 Terahertz. In Bonn am Max-Planck-Institut für Radioastronomie arbeitet das Team um Stefan Heiming daran, dass die Forscher auch deuten können, was die beiden winzigen Detektoren aus den Gaswolken empfangen. Hierzu braucht Great eine zweite, eine kontrollierte Strahlungsquelle an Bord zum Vergleich der Werte aus dem All. Auf der Boeing 747 wird Great dann die Signale aus den Gaswolken mit denen der Signalquelle aus Bonn vergleichen. Nur so kann die molekulare Zusammensetzung der unsichtbaren Gaswolken entschlüsselt werden. Den Astrophysikern stellt sich diese Zusammensetzung der Gaswolken in Form von Kurven und sogenannten Falschfarbenbildern dar. Sie verraten, ob sich aus dem eisigen Nichts ein Stern entwickelt oder nicht. Die einzelnen Moleküle und Atome, die wir nachweisen, erlauben es uns anhand ihres Spektrums Rückschlüsse auf die Temperatur und die Druckverhältnisse in dem interstellaren Medium zu schließen. Aus diesen Druck- und Temperaturbedingungen, also den physikalischen Grundbedingungen, können wir dann wiederum schließen, ob Sterne entstehen oder ob in dieser Region Sterne entstehen werden. Dass Great sich nicht mit einer Weltraummission für Jahrzehnte von der Erde verabschiedet, sondern immer wieder auf der Erde landet, ermöglicht die Installation immer empfindlicherer Detektoren. So wird SOFIA bald auch einen Detektor für 2,7 Terahertz an Bord haben. In diesem Bereich suchen die Forscher vor allem nach dem sogenannten HD-Molekül aus Wasserstoff und Deuterium, einem der ältesten Moleküle überhaupt, das Auskunft geben wird über unsere Welt kurz nach dem Urknall. Wegen des Atoms.